Einen wunderschönen guten und vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ja, ich bin heute mal wieder im Harz unterwegs. Für alle, die schon länger dabei sind, die wissen, der Harz ist unser Ding. Also da wollen wir irgendwann ja auch mal hin auswandern. Auswandern. Kann man das Auswandern nennen, wenn man in Deutschland irgendwo anders hinzieht? Nein, wir ziehen einfach zum Harz. Weil wir wollen aus Brandenburg weg und zum Harz. Ich bin heute allein unterwegs und unschwer zu erkennen, bin ich natürlich auch schon an einer ersten Location. Bin aber tierisch kaputt, ja, weil ich bin nach der Arbeit direkt erstmal nach Hause, duschen gegangen, umziehen, Sachen gepackt und bin gleich losgefahren. Ja. Also ich bin alleine unterwegs, ihr wisst ja. Gabi, die ist feiern bei ihrem Bruder. Und ja, ich habe mir Robin mitgenommen, weil ich werde mindestens 2 Nächte hier bleiben. Natürlich nicht hier. Ja, das ist jetzt nur die erste Location, wo ich mir gedacht habe, auf dem Weg, da hältst du mal an, das ist ein alter Bahnhof. Wenn man das nicht weiß, kann man das nicht mal erahnen, denn hier ist gar nichts mehr, was irgendwie Gleise, alles, Übergänge, alles verschwunden. Ja, so sieht das jetzt für die nächsten 2 Tage aus. Ja. Hier ein bisschen Zeug, ein Starterpack, man weiß ja nie, weil ich muss ja die Geräte hier alle aufladen. Ja, und hinten ist Wasser, Hundefutter, Essen, vor allem viele Vitamine. Hinten im Kofferraum ist ein Haufen Wasser noch vorhanden. Das ist das Wichtigste, was ich brauche, weil ich habe nicht wirklich mir einen Plan gemacht für dieses Wochenende. Lost Placen oder wandern. Ja, und natürlich Olli Imcheck hier, ne? Mach's jetzt. Du kommst gleich raus. Ja, und hier auch nochmal alles voller Wasser. Du bleibst bitte noch kurz hier, geh gleich los. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier über Nacht bleibe. Das ist mich auch ein bisschen abseits. Hier ist zwar auf der anderen Seite ein etwas größerer Bauernhof, glaube ich. Gehe ich mal von aus. Hier sind auch Leute gerade auf der anderen Seite gewesen. Die kann man nur nicht sehen. Da ist ein riesengroßes Wohnfeld und da sind welche mit Pferd oder Hund. Ich werde mir mit euch jetzt auf jeden Fall mal diesen Bahnhof anschauen. Also, dass es ein Bahnhof war, das kann man vielleicht von Weitem auch sehen. Da hinten ist so ein Rest von der Uhr. Wir schauen uns das mal an. Danach auf jeden Fall muss ich was essen. Der Hund hat mich auch Hunger. Und dann entscheide ich, ob ich heute hier bleibe oder ob ich weiterfahre. Je nachdem, was für Locations ich finde, ihr werdet jetzt jeden Sonntag ein Video sehen. Ja, also ich werde natürlich jetzt nicht hier den Harz abklappern und ein riesenlanges Video draus machen. Nein, jede Location wird jeweils an einem Sonntag ausgestrahlt. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht auch einfach wandern gehe, weil ich sage, der Harz ist nun mal auch eine richtig geile Wandergegend. Ich glaube, einige von euch wissen, von was ich rede. Daher weiß ich halt nicht, kein Plan. Lost Places oder wandern oder man kann es verbinden. Es gibt nämlich einige Locations. Das Problem ist nur, da bin ich echt eine Weile unterwegs. Die sind einmal am Brocken, ist irgendwo ein Haus. Das ist da irgendwo im Wald versteckt. Und auch so, der Harz ist voll mit Locations, die wirklich irgendwo im Wald sind. Die sehen natürlich dann auch so aus. Ja? Kein Vandalismus, nichts, natürlicher Zerfall. Ihr wisst genau das, worauf ich total stehe. Halt richtige Lost Places. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das hier mal kurz an und ja, danach gibt es erstmal was zu futtern. So, jetzt werde ich mich mal richtig zum Affen machen. Könnt ihr gerne eine Runde lachen. Seht ihr das hier? Das sind 2 Karabiner. So, ich habe immer das Problem, wenn ich mit Robin unterwegs bin, habe ich an einer Hand den Hund und an der anderen Hand die Kamera. Wo ist die Taschenlampe? Stirnlampe, ja, könnte ich nehmen, aber bin ich nicht so ganz zufrieden mit. So, kennt bestimmt jeder von euch. Das ist eine Baulampe. Und die Baulampe hier ist auf jeden Fall auch sehr hell. Und ich wollte das mal ausprobieren. Mal gucken, vielleicht ist da drin ja dunkel. Da habe ich hier oben den Griff einfach mal einen Kabelbinder rumgemacht. Das spanne ich dann hier so ein. Ich hätte mal die andere Seite nehmen sollen, die ist mir ein bisschen kürzer. Na komm schon. So. Und dann kann ich das Ding so anmachen. Stell das so ein, dass es mich nicht blendet. So. Und ich bin der neue Iron Man. Ja, sieht ein bisschen doof aus, aber das soll ja einen Zweck erfüllen, ne? Wir sind ja hier nicht auf dem Schönheitswettbewerb. So, jetzt aber, los geht's.
So, Robin ist auf jeden Fall glücklich. Das ist schon mal schön. Los, komm, lass uns. Ja, einen Großteil der Gebäude können wir auf jeden Fall nicht mal betreten. So, hier zu einem schon mal, gleich um das festzustellen. Nein, nein, bleib mal hier bitte. Ja, da es ja so schon abgelegen ist, hier um eine Ecke ist gleich ein Ort, hat man hier natürlich seinen Müll entsorgt. Robin, bleib. Bleib. Also hier definitiv gehen wir nicht weiter. Das scheint hier mal der Fahrradabstellplatz gewesen zu sein. Ja, so sahen früher diese Fahrraddinger aus. Die hat man dann hochkant da reingeschoben. Das gibt's, glaube ich, sogar heute noch. Robin, bleib doch mal hier. Ja. Sieht aus wie so ein durchgeschnittenes Rohr und da werden die Fahrräder hochkant reingeschoben. Einmal so, einmal so. Gibt's aber heute auch noch, um Platz zu sparen. Ja, und ihr seht ja, also da definitiv geht es nicht rein. Ja, und hier halt diese, nehme ich mal an, dass das mal eine Uhr war. Wäre so ein Indiz dafür, dass das halt mal ein Bahnhof war. Was mich hier auf jeden Fall nicht wundern würde, ist, wenn wir hier auf Dorfjugend treffen würden. Da das ja so ein bisschen abseits ist, ne? Lädt ja zum Party machen ein. Oh, und hier scheint es auch mal gut gebrannt zu haben. Wie sieht es da aus? Scheiße. Robin, bleib. Robin, na, 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 na. Ich muss jetzt warten. Jo, hier hat es mal gefackelt. Robin, komm her. Komm, mach mal Platz. Wir testen jetzt mal die Lampe. Mach mal immer so. Zack. Bleib hier. Bleib hier. Warte. Oh nee. Du bleibst hier. Guck mal, da ist überall Glasfaser, das ist nicht gut für dich. Bleib. Komm mal hier, komm mal hier. Lass dich mal eine kurze Leine halten. Alles voller Holz hier. Lost, please. Lost, please. Ja, das ist ein Lost, please. Hallo, ist hier jemand? Robin, was? Ist auch wieder alles voller Holz. Das Badezimmer. Ja. Und da steht der Lost Place Stuhl. Aber alles leergeräumt. Hey, Leute, guckt mal. So, erstmal war hier am 24.06. war Farin und Ole waren hier. Und die haben bestimmt auch diesen wunderschönen Lost Place Pimmel an die Wand gemalt. Robin, ziehst du mal bitte nicht so? Ja, also ich muss sagen, mit der Taschenlampe, mit der Baulampe, das macht sich doch ganz gut. Ja. Ist auf jeden Fall bequemer. Da ist jetzt noch ein Eingang. Irgendwie, ja, wenn man sich so die Eingänge anschaut, das macht noch einen ziemlich guten Eindruck von der Bausubstanz her. Hier hat man nur Tür geklaut. Komm, wir gucken hier nochmal, aber ich glaube, das ist. Ne, ist nochmal ein extra Raum. Robin, nicht immer gleich ziehen. Warte doch mal. Doch, das ist noch ein zweites Gebäude. Das muss die Wand zwischen, aber hier war früher mal. Robin, komm zurück. Hier war früher mal eine Tür zwischen. Hier liegen einen Haufen Zeitungen rum. Ich habe so den Verdacht, dass das wahrscheinlich mal Nachnutzen später hatte.
jeden Fall alles leergeräumt. Kein Mobiliar mehr drin, selbst die Öfen sind verschwunden. Und ein halbwegs schickes Graffiti. Und hier auch alles zugewuchert. Alles raus, alles weg. Aber was haben wir denn hier? Ach, habe ich mich gerade verlesen. Ich dachte, da steht Bunkermilliardär. Ja, das Ding hier mit den 6 oder 7 Milliarden, die sie da im Stollen drin gemacht haben. Ja, die Ostmark, die sie damals weggekarrt haben, mit Sand vermischt haben und Wasser in der Hoffnung, dass sie da in diesen Stollenanlagen vergammelt, was ja nicht geklappt hat. Robin, stopp. So. Licht aus. Und weiter geht's. Oh, hier kommt das nächste Gebäude. Ja, und auch hier wieder alles voll Müll. Ja, seht ihr da hinten, den hat seine Räder und Reifen abgeworfen. Hier drin auch alles voll. Das war hier mal das Feuerwehrgerätehaus. Hey! Volkswagen-Trikot. Robin, bleib! Was liegt hier? Mau Mau? Ja, okay. Vielleicht haben ja irgendwelche Kinder mal eine Bude gehabt und haben sie gespielt. Nun gut, ich will da mal nicht weiter reingehen, weil da hinten ist das Dach auch schon im Arsch. Ich habe da gerade Stimmen gehört. Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, hier wohnen auch welche. Hier ist ein Bauernhof oder sowas. Und da waren welche wahrscheinlich mit Kindern und Hund spielen. Ja, keine Ahnung, was das da hinten sein soll. Auf jeden Fall war das ein Bahnhof mit allem, was dazugehört. Sogar mit hauseigener Feuerwehr. Komm, Robin. So, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Hier hat es auch irgendwann mal gebrannt. So, und guckt mal da oben, seht ihr das? Da guckt Licht durch. Das heißt, wir können hier, Robin, bleib. Nicht wirklich weitergehen. Ah, hier kommt das Dach schon runter. Ach, hier ist auch alles leer geräumt. Bleib! Da in der Ecke auch wieder alles voller Müll. Und da oben sieht man es wieder schön, wie das Dach sich zerlegt. Ja. Nein, natürlich nicht. Ihr habt es gesehen, was alles. Robin, was machst du? Hör auf! Geh weg da! So, schauen wir mal hier noch weiter. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Ich glaube, wir sind am Ende, weil da drüben ist Wiese. Auf der anderen Seite ist alles zugewachsen, seht ihr ja. Hier kommt jetzt bloß noch so eine asphaltierte Fläche. Aber es geht hier noch rum, sehe ich gerade. Auf jeden Fall habe ich schon wieder Halluzinationen. Irgendwie immer, wenn ich bei Locations bin, die verlassen sind, höre ich irgendwoher Musik. Das wummert schon wieder vom Weiten. Ja, aber hier sind auch Spuren. Guck mal, seht ihr das hier? Also ich gehe ganz stark von aus, dass sich hier die Leute, die Jugend, abends auch trifft.
Das ist so schön abgelegen hier. Das lädt doch quasi ein zum Feiern. Ah, oh, nee. Bist du sicher? Du, nicht, dass du einen Dünnschuss kriegst, mit der Auto voll kackst. Ich leckst es selber weg. Ja, hier ist nichts zu sehen, außer ein Haufen Müll, der hier zwischen liegt. Nichts mehr. Nichts. Ja, hier ist Schluss. Nee, also hier ist. Wir sind da jetzt quasi auch hinter den Gebäuden. Aber was mich hier auf jeden Fall so ein bisschen wurmt, das soll ein Bahnhof gewesen sein. Also ich kann euch jetzt zu der Geschichte hier weiter nichts erzählen. Ja, ich habe mich hier nicht vorher kundig gemacht. Das wird auch diesmal so der Fall sein bei den anderen Locations, die ich mir da bei Maps mal rausgesucht habe, die verdächtig aussehen. Ich habe mich nicht vorher befasst. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich bin ohne Plan unterwegs. Aber mich hätte jetzt wirklich mal interessiert. Ich versuche mal was rauszukriegen. Wenn ich was rauskriege, dann steht es hier unten drunter und in der Beschreibung. Weil ich sehe keine Anzeichen für Gleise oder irgendwelche Überwege. Das scheint schon eine ganze Weile nicht mehr in Betrieb zu sein. Wobei diese Bäume noch nicht so alt sind. Naja, gut. Ja, das schmeckt lecker. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich werde mir jetzt den Kocher aufstellen, Robin was zu fressen geben und dann überlege ich, ob wir hier schlafen oder ob ich dann doch noch weiterfahre, weil ich will dann noch nach Hüttensleben. Kein Lost Place, aber das einzig original erhaltene Stück Mauer. Kennt vielleicht einige von euch, da will ich unbedingt hin. Und da wollte ich eigentlich gleich morgen früh hin, weil ich weiß nicht, wie das da ist mit dem Tourismus, mit dem Überrannten. Ja, ich will hier nicht, ja, ihr wisst, Robin ist ein bisschen speziell, was andere Hunde betrifft. Heute zumindest hat er wieder einen sehr guten Tag, was es betrifft. Ich kläffe heute jeden Hund an. Naja, an anderen Tagen funktioniert es hier, da interessiert es ihm nicht. Naja, es gibt Dinge, die kann man auch am Menschen nicht ändern. Und so ist es auch bei Tieren. Ja, also wie gesagt, ich mache mir jetzt was zu mampfen für den Hund und mich. Und wenn es euch gefallen hat, ja, dann auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, ich will mir abgewöhnen, am Ende immer hier irgendwas runterzuleiern mit Abonnieren, bla bla bla. Wem es gefällt, kann gerne ein Abo dalassen, auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann wohl wahrscheinlich in Hüttensleben. Leute, haut rein.